So, ich bin sehr gespannt. Frag mich, ob es heute wieder Streamausfälle geben wird. Ich auch. Ah ja, genau, dazu kann ich euch noch schnell was sagen. Tatsächlich ist es so, dass die... oh, wir haben 93% Hype-Train, aber nur noch eine Minute. Das Ende des Monats, beziehungsweise es ist eh schon das 17.9., krass, in 10 Tagen wird bei uns tatsächlich die Internetleitung gewartet. Da haben wir einen Tag kein Internet, was komplett bescheuert ist, aber gut. Anscheinend haben die wirklich Probleme und hoffentlich werden die fixen dann. Also falls wir jetzt Ausfälle haben, dann hoffentlich noch diese und nächste Woche. Und dann wird es hoffentlich wieder klappen. Und auf lange Sicht kommt dann endlich auch in unser Dorf Glasfaser. Und dann ist sowieso cool, hoffentlich. Aber ja, das kann noch ein, zwei Jährchen dauern, wenn ich sehr optimistisch bin. Okay, Inferno, flammendes Hotel. Wen nehmen wir im flammenden Hotel? Gibt es jemanden, wo ich mir denke, ja, der ist ein Hotelcharakter. Definitiv. Hey Marcel, vielen, vielen Dank für deinen Superchat. Kommt mal ein Video zu allen Orten in Fallout 3. So wie du es mit dem vierten Teil begonnen hast. Ich habe tatsächlich immer noch, auch wenn es schon sehr lange her ist, den Plan, die Fallout 4 alle Orte-Reihe fortzusetzen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir das auch mit anderen Fallout-Teilen machen. Aber ich werde das ein bisschen anders machen als bisher. Aber dazu irgendwann mal mehr. Ich habe auf jeden Fall immer noch Pläne. Wachmann. Ein Hotel braucht einen Wachmann. Oder? Was steht denn auf seinem Outfit? Skutum. Mit dem Begriff kann ich nichts anfangen. U-Bahn, Arzt, Klempner. Klempner? Klempner wäre auch interessant. Reporterin könnte im Hotel wohnen. Ja, aber wisst ihr was? Ich beschwere mich immer über das zu kleine Inventar. Jetzt nehmen wir mal Yoko. Yokos Kapitel hatten wir halt schon eigentlich, ne? Ja, ich nehme den Klempner. It's a me! Wie heißt er? Warte, it's a me, David! Ob man da auch jetzt mit dem... Ich glaube, der hat die Spezialfähigkeit, dass man durch grüne Röhren klettern kann. Ich habe gar nicht geguckt, was der wirklich für eine Spezialfähigkeit hat. Dammit. Das wäre vielleicht gut gewesen. Naja. Na? Aha. Ich dachte schon, es wäre abgestürzt. Ach, guck, ich glaube, ich habe die Reporterin gesehen. Die Alyssa. Die wäre hier vielleicht die richtige Figur gewesen. Aber kann man immer nicht wissen. Ich rate so gut ich kann. Weniger angegriffen. War das mit weniger angegriffen werden nicht der U-Bahn-Fahrer? Ich glaube, dass der das war. Ach so, ja, genau. Das bezieht sich hier auf deine obere Nachricht. Ich sehe schon. Irgendwas mit Werkzeug. Ja, wir werden es schon schaffen. Wow. Warum hat es die eine Tür voll rausgehauen und die Tür direkt daneben ist gar nicht betroffen? Vielleicht verschiedene Zimmer. Könnte ja sein. Soll ja auch Innenwände geben. Ich glaube, denen geht's gut. Dem Feuerwehrleuten. Die hatten eine Rüstung an. Ach, guck mal, hier ist Yoko auch dabei. Hätte ich doch Yoko nehmen können. Was steht da? Lageplan. Ach! Warte mal, was? Die Karte vom Hotel ist hier in den Grabstein? Was ist... Hä? Okay. Ich mag so Maps. Mir gefällt das, dass hier quasi super viele Türen sind. Oh, ich höre schon Licker. Okay, wir haben hier einen Werkzeugkasten. Davids teurer Werkzeugkasten. Ah, damit kann ich Sachen craften? Oder was ist los?
Ach, in meinem Werkzeugkasten habe ich 12 Universalschlüssel, 9 Klebebänder, 3 Schrottteile und ein Klappmesser. Und jetzt habe ich das Klappmesser ausgerüstet und es braucht keinen Inventarplatz. Okay. Na, dann gehen wir mal nach Lickerhausen. Wie sind wir denn in diesem Innenhof gelandet überhaupt, bitte? Kann mir das mal jemand erklären? Aber wir sind nur zu dritt. Bisher war es eigentlich immer so, dass das bedeutet, wir haben eine der drei vorgesehenen Figuren genommen, tatsächlich. Da liegt ein Feuerwehrmann. Heizungskeller. Ich finde auf jeden Fall, unser Super Mario hier sieht so aus, als wäre er für dieses Kapitel gemacht. Der passt in diese Cutscene gerade sehr gut, finde ich. Don't know what to do. Ja, Licker finde ich auch sehr cool. Ich glaube, Licker waren lange Zeit meine Lieblingsmonster, bis die Torpedo-Kids gekommen sind. Die sind natürlich schon nochmal einen Ticken cooler. Aber gleich nach den Torpedo-Kids. Ich meine, wenn man die Baker-Familie als Monster rechnen kann, dann sind, glaube ich, die meine neuen Lieblinge, muss ich sagen. Die Baker-Familie sind schon die absolut großartige Antagonisten. Die mag ich wirklich gerne. Alle miteinander. Oh, warum hat denn die Reporterin bitte schon eine Pumpgun? Nicht schlecht. Bisschen heiser ist der Charakter irgendwie. Na, es passt, ich bin auch ein bisschen heiser. Er hat die Fähigkeit, sich totzustellen. Dabei schreitet die Infektion schneller voran, aber wird währenddessen nicht von Gegnern angegriffen. Der U-Bahn-Mensch, ach, das ist ja irgendwie voll lustig und bescheuert zugleich. Oh, guck mal, Pistole. Gut, dass wir hier in den USA sind. Oh, da ist ein Licker. Ich sehe ihn. Aber Outbreak hat ja interessanterweise so froschartige Licker. Oh, guck mal, wie cool unser Charakter dasteht. Der kommt sich sehr cool vor. Zu Recht ist er auch. Wie lade ich gleich nochmal nach? Ah, ich habe keine Munition, ich kann nicht nachladen. Habe ich den Licker gerade mit 2 Pistolenschuss erschossen? Ich habe ja eh die Theorie, das wird nie wirklich irgendwie erklärt oder so. Aber weil die Licker in Outbreak so anders aussehen, gehe ich davon aus, dass hier einfach so eine besondere Subgattung der Licker sich irgendwie eingenistet hat. Wie genau das funktioniert, weiß man nicht. Vielleicht war hier im Hotel irgendwie eine besondere Mutation des T-Virus unterwegs. Kann ja sein. Kann ja sein, der T-Virus in freier Wildbahn, der wird auch selber ziemlich schnell und wild mutieren, nehme ich an. Oder hier ist irgendwas in der Atmosphäre, in der Umgebung, in den Textilien, im Wasser, das irgendwie die Mutation beeinflusst, kann ich mir vorstellen. Und deswegen sind die Licker hier irgendwie weicher und froschartiger. Bisher ist es hier ganz schön ruhig. Zu ruhig. Genau, Joko, nimm die Eisenstange. Sehr gut. Du hast nämlich erstens noch keine Waffe und zweitens... Bist du schon verletzt, Joko? Wir haben doch noch gar nichts gemacht. Nee, Joko geht's eigentlich gut, oder? Okay. Die hat auch Heilung. Kann ich das in ihrem... Nee, leider nicht. Aber das wäre so gut, wenn ich das in ihrem Inventar kombinieren könnte einfach. Tür zu, bitte. Danke. Ich höre doch hier... Aha! Genau. Yeah. Rotes Kraut, ja. Okay, warte mal, Joko. Dann gib mir jetzt bitte mal deine Kräuter, auch wenn das alles ein bisschen umständlich ist. This is it. Ich meine, das ist ein bisschen ein älteres Spiel, ne? Deswegen werfe ich dem das jetzt überhaupt nicht wirklich vor. Das ist kein Kritikpunkt. Aber das Inventarmanagement ist halt trotzdem schon nervig. Auch wenn es der Zeit, denke ich, noch entsprechend ist, glaube ich.
Okay. Wahrscheinlich ist das auch Absicht, kann ich mir vorstellen, da das eben dieses Inventartauschen, gerade weil es ja ursprünglich mit Multiplayer im Kopf gedacht war, geplant war das Spiel, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch Absicht ist, dass das das Items tauschen. Oh, ich brenne. Oh, guck mal, das ist super spannend. Gerade in Gefahrensituationen natürlich anstrengend ist. Guck mal, hier ist eine Karte von Raccoon City, die habe ich schon öfter gesehen. Das ist so eines der ganz wenigen Spiele oder Szenen in dem Spiel, wo man so erahnen kann, wie Raccoon City zumindest teilweise aufgebaut ist. Da gibt es sogar Leute, die anhand dieser Karte quasi so Gebäude wiedererkannt haben wollen und so ein bisschen so eine Map von Raccoon City erstellt haben. Aber ich bezweifle, dass die irgendwie Hand und Fuß hat. Aber ja, trotzdem nett irgendwie. Hallo, Nebel. Nein, das ist nicht das erste Szenario. Wir sind jetzt im vierten Szenario, wenn mich nicht alles täuscht. Was war denn das erste? Das erste war die Kneipe, dann hatten wir Nest, dann hatten wir das Nest und jetzt sind wir hier im Inferno, ne? Genau. Ich höre schon wieder einen Licker. Wartet mal, jetzt muss ich noch mal kurz auf die Karte gucken, weil irgendwie brennt leider überall, ne? Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade noch hin können, aber schauen wir mal. Warte mal, hier geht's. Nee. Ja, genau, hier kommen wir aber nicht weiter. Ich will ins Treppenhaus. Und da waren die toten Feuerwehrleute, ne? Vielleicht haben die vielleicht irgendwo einen Löschtank, den ich nicht gesehen habe. Wer weiß. Hi, Arthur. Moment, was habe ich von dem eigentlich jetzt aufgehoben? Eine Kennmarke. Er heißt Len. Na gut. Ah, wartet mal, da unten blinkt was. Dann gehe ich wirklich nochmal runter. Ich wollte eigentlich... Oh, wartet. Ach, jetzt kommen wir die Leiter nicht mehr runter. Okay, dann gehen wir da nicht mehr runter. Dann gibt es keinen Weg zurück. Da muss ich nochmal gucken. Irgendwo muss es weitergehen. Bin ich mir fast sicher. Wär schon sehr mutig, wenn die sagen, ja, weißt du was, im vierten Level kommt man einfach nicht mehr weiter. Weil dann sparen wir uns den Stress, dass wir das Spiel fertig machen. Ich glaube, viele Automatenspiele früher haben nach dem Prinzip funktioniert. Dass man einfach gesagt hat, ja, weißt du was, Boss Nummer 5 ist so schwer, den schafft man eh nicht mehr. Ah, kann man hier raus? Ja, durchs Fenster. Das ist nicht auf der Karte eingezeichnet. Alles klar. Joko, nimmst du das? Thank you. Go. Ah, tatsächlich, guck mal. Ich habe Go gesagt und sie hat's aufgehoben. Das ist ja nice. Oh nein, wir fusionieren! Wir sind Joko Mario! It's us! Legion! Der hat Spaß da drin. Moment, ist das ein Mensch in einem brennenden Gebäude oder ein Zombie? Ich kann es nicht genau sagen. Thank you. Okay, stopp, wartet. Nee, Joko! Da kommt Feuer raus! Okay. Ich dachte, da kommt jetzt ein Regen. Ah, guck. Ist auch so. Aber gut. Puh, Joko traut sich. Die Stelle hat mir schon oft den letzten Nerv geraubt. Das, was noch kommt oder das, wo wir gerade sind? Ja, aber das war jetzt echt Glück, dass ich gesehen habe, dass man aus dem Fenster rausgehen kann. Das wäre so eine typische Stelle, wo man sich stundenlang verläuft und nicht weiß, wo es weitergeht. Und dann ärgert man sich, wenn man es rausfindet, ne?
Okay, Yoko geht vor. Ich komme schon hinterher. Wir sind schon 10% infiziert. Naja, es geht ja noch sogar. Da, wo wir gerade sind, denn normal ist hier auch eine Krähe, die dich vom Sockel runterschmeißt, um Gottes Willen. Nein! Was machst du? Ist der tot? Naja, wer weiß. Ich gehe einfach mal random in irgendeine Tür. Keine Ahnung. Waren wir nicht am Anfang schon wieder zu dritt? Wo ist eigentlich schon wieder unsere Dritte? Wo ist die Reporterin? Die liegt schon wieder irgendwo tot. Also die KI in dem Spiel ist wahrscheinlich so der größte wirkliche Kritikpunkt, den ich wirklich habe an dem Spiel. Hausmeister Tagebuch, 17. September. Ich soll die Alarmanlage jetzt jede Woche überprüfen. Sind wir das? Ist das unser Tagebuch? Und vorher war es nur zweimal im Jahr. Der neue Besitzer ist viel zu ängstlich. Wer sollte hier schon einbrechen? Zombies. 21. September. Ich war mit Todd, dem Wachmann, eintrinken. Er hat sich über die neue Schlüsselkarte für die Zimmer beschwert. Das Nummernschloss an der Südtür reicht doch aus. Einfach lästig. 22. September. Todd hat im Bad eine Schlüsselkarte liegen lassen. Im Bad. Okay. Gibt es in so einem Hotel nicht viele Bäder? Ah, okay. Wir werden schon irgendeine finden. Ich habe sie ihm gegeben und gesagt, er soll sie mit dem Foto seiner Tochter aufbewahren. Das war ihm peinlich. Spinner. 23. September. Das komische Geräusch im Heizungskeller wird immer lauter. Es reicht wohl nicht, die Schrauben an den Rohren nachzuziehen. Ich sage dem Besitzer gleich nach dem Wochenende Bescheid. Und schon explodiert alles. Later. Der hätte vielleicht mal eher... Moment mal, das ist die falsche Munition wahrscheinlich, ne? Der hätte mal eher in eine gute Brandschutzanlage investieren sollen, statt in Einbruchs. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Ach, guck mal, wenn jetzt die Reporterin hier wäre, die könnte das Schloss knacken. Meint ihr, ich kann auch dem NPC Bescheid sagen, dass die das Schloss knacken soll? Ich gehe davon aus, eigentlich, ehrlich gesagt. Thank you. Go. Move. Go now. Go now. Die Stimme von ihm ist schon noch lustig. Let's go. Let's go. Move. Move. Help. Come on. Come on. Come on. Come on. Huh. Wenn überhaupt, hört das eh nur Yoko, oder? Batterie. Ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich brauchen wir die für irgendwas, oder? Nehme ich mal mit. Hallo, Yoko, du kannst bitte alles looten, okay? Ah, Pistolenmunition. Die hätte ich schon gerne. Okay, Yoko, nimm bitte alles. Thank you. Nee. Go now. Go now. Wo gehst du jetzt hin? Du nimmst die. Das ist gut? We'd better go. Right. Nimm das bitte. Ich will nicht. Nein. Nein, 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 nein. Ah. Help. Come on. Come on. Okay, dann machen wir es auf die umständliche Art und Weise. Jetzt wartet mal. Kannst du mal die Heilung bitte nehmen? Yoko? Hey, wenn die stirbt, haben wir, glaube ich, ein Problem. Weil die hat einfach alles aktuell. Dann nehme ich das da nochmal mit. Vielleicht brauchen wir das noch aus irgendeinem Grund. Und wenn du willst, nimm das Heilkraut noch. Let's go. Right. Go. Go now. Yes. Scheinbar kein Interesse am Heilkraut. Naja, dann scheiß drauf. Die 45er braucht nur Kevin. Sonst ist die sinnlos. Crazy. Die Reporterin ist kein Master von Locking. Nee, das stimmt. Chill wäre... Oh Gott. Ich stehe in einem Zombie. Chill hätte das Hotel betreten und hätte gesagt, im zweiten Stock ist ein versperrter Spind. Da hätten das Schlossknackwerkzeug in der Tasche schon vibriert. Wobei das aus irgendeinem Grund Barry in der Tasche hat, aber wen interessiert's?
Wer hat denn da gerade geschossen? Ist Yoko schon wieder hier oder war das jetzt die Reporterin? Ah! Eine 10-Stream-Strecke. 10 Streams am Stück ist schon wirklich viel, ja. Ich kann gar nicht sagen, ich kann gar nicht sagen, ob es ein Weltrekord ist. Aber es ist viel. Sehr cool. Okay, hier haben wir eine Wachzimmerschlüsselkarte. Ha, guck, das nervt mich ein bisschen an dem Spiel. Vor allem halt, wenn man Singleplayer spielt. Die NPC-Begleiter, die machen random, was sie wollen, ne? Komplett ohne Sinn und Verstand. Und man braucht immer, oder es gibt immer mehr Schlüssel-Items, als man tragen kann. Jetzt lasse ich mal die Feuerwehrmann-Marke da, aber wer weiß, ob ich die nicht später doch noch brauche und dann ärgere ich mich. Aber es ist gerade niemand da, der sie tragen könnte für mich. Deswegen immer Yoko spielen, ja. Ja, ich mag den Plan, dass ich versuche, Figuren zu nehmen, die zum Szenario passen. Aber Yoko ist, habe ich das Gefühl, die einzige wirklich sinnvoll spielbare Figur. Weil 4 ist halt schon wirklich wenig. 4 Inventarplätze ist halt schon wirklich wenig. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die meisten Spezialfähigkeiten, zumindest von den Figuren, die ich bis jetzt gespielt habe. Braucht man die? Ich bisher noch nicht. Ich schätze mal, dass der Polizist seine Dienstwaffe mit dabei hat. Ist nice, ne? Aber, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ab jetzt nur noch Yoko. Na, schauen wir mal. Entscheide ich dann beim nächsten Kapitel. Falls... Oh! Meine Güte! Nicht nur, dass der super schnell war und mich auch noch gekratzt hat. Er hat mich durch die Tür durchgekratzt. Kommt der jetzt hinterher? Wahrscheinlich, ne? Könnte er. Aber die Ladezeit, ey. Somebody help. Come on. Yoko, ich höre irgendjemanden sprinten. Come on. Yes. Aber wo denn? Naja, gehen wir einfach durch und lassen uns wahrscheinlich gleich nochmal beißen. Ich verstehe auch das Schlossknacken überhaupt nicht. Irgendwie gibt es 4 verschiedene Dietriche, aber man weiß nicht wirklich, welcher Dietrich jetzt eigentlich der richtige ist. Dankeschön. Oh. Und irgendwie... Drückt man wirklich einfach nur random Knöpfchen, bis dann irgendwann mal das aufgeht oder eben nicht, oder? Ich glaube, das ist wirklich so. Finde ich schon weird. Okay, hier sind 2 Räume, in denen waren wir noch gar nicht. Gucken wir mal rein. Ich bin schon gespannt auf Outbreak Fight 2. Ich habe jetzt schon öfter auch von euch gehört im Chat, dass das in vielerlei Hinsicht schon nochmal ein Improvement zum Vorgänger ist. Da bin ich gespannt. Das finde ich grundsätzlich cool. Weil, wie gesagt, ne, ich finde die Idee von dem Spiel eigentlich ziemlich gut. Wirklich ziemlich gut. Habe ich jetzt gespeichert? Ja, ich glaube schon. Blue Skyhawk, vielen Dank. Dankeschön, dir auch einen schönen Abend. Und schön, dass du mit dabei bist. So, jetzt reißen wir hier wahrscheinlich den Boden ein, nehme ich an. Ah, okay. Ich dachte, wir erschaffen jetzt ein Loch oder so, durch das wir durchfallen können. Stattdessen machen wir einfach nur Quark. Wir können jetzt auch gar nicht hinterher... Doch, wir können hinterher springen. Mache ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Oh, hier ist es ganz schön rauchig. Vielleicht hätte ich... Na, aus der Perspektive ist es gar nicht mehr so rauchig. Kopie der Gästeliste. Schließfachnummer Duplikat. Mr. Andrew Evans. Jai! Jetzt muss ich das aufschreiben wahrscheinlich, oder? Ich schreibe mal die ganzen Codes auf. Da müssen wir das Dokument nicht wieder aufrufen. Ja. Und? Bye. Von Anna Lowell. Dann haben wir noch FBH, Federal Bureau of Harassment.
IIB, DCH. Das erinnert mich an die drei Zahlenkombination aus Resident Evil 4. 2 Remake meine ich. Okay. Na super. Hat gerade das Feuer meine Infektion vorangetrieben? Das ist auch neu. Dass der T-Virus sich schneller vermehrt, wenn man brennt anscheinend. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Woanders. Haut Joko gerade? Hat Joko gerade einen Licker mit der Eisenstange kaputt gehauen? Das ist schon auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ich glaube, der Hauptcharakter aus Resident Evil Survivor, der kriegt so den absoluten Badass Award definitiv, weil der einfach ungefähr 50 Tyrants wegschießt. Ne, Leon und Claire schaffen nicht mal einen. Und der erschießt ihn mit seiner normalen Pistole 30. Aber gleich danach kommt, glaube ich, Joko. So, Hotelservice, Aufstellung, Zimmerservice, Nachmittagskaffee, Wäsche, Trinkgeld, Summe $12, Tee, White Man. Okay. Oh, hier haben wir einen Safe, ne? Aber ich vermute nicht... Ah doch, dass der funktioniert mit Buchstaben. Dann versuche ich jetzt mal alles durch, was wir haben. Wir haben J, I und A. Der Code ist falsch. Naja, haben wir nur noch ungefähr 65, die wir durchversuchen müssen. Dann haben wir B, A, E wie Apple. Auch falsch. Ich habe ein gutes Gefühl beim nächsten. F, B, H. Ha, schade. Wir sind Agent Colder und Grully vom FBH. Dann versuchen wir mal IIB. Wetten, es ist der Letzte. Wenn es wirklich der Letzte ist, lache ich. Wenn es keiner ist, dann weine ich. DCH. Okay. C. Hä? Es gibt überhaupt kein T. Ich habe hier ein T aufgeschrieben. Könnte auch ein J sein. Ich schreibe einfach Scheiße. Wahrscheinlich ist es ein J. Auch falsch. Jetzt kommt wirklich der Letzte. Also wenn es jetzt wirklich der Letzte ist. Das wäre so lustig und bescheuert. Ja. Es ist der fucking Letzte. Okay. Den haben wir schon mal. Und was haben wir? Einen Silberschlüssel. Oh, Mann. Ja, ich muss jetzt die Pistolenmunition da lassen. Ey, ich spiele nicht mehr ohne Joko. Ich glaube, ich habe es jetzt hiermit beschlossen. Der Plan von wegen immer eine passende Figur spielen ist schön und gut, aber das Spiel ist da irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht. Joko, du hast unglaublich viel Heilung. Du heilst dich einfach, oder? Wenn du verletzt bist. Ich glaube, die Reporterin ist nämlich eh schon tot. Und die müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Oh oh. Der steht bestimmt gleich auf. Psst, sei... Was? Seien Sie bitte still. Das Ding hört sehr gut. Verdammt, ich schaffe es nicht. Die Blutung hört nicht auf. Okay, der warnt mich vor den Lickern. Anscheinend lebt der, auch wenn er nicht so aussieht. Okay. Na gut, aber hier drin ist es gerade ruhig. Jetzt werfe ich noch mal einen Blick auf die Map. Wir sind jetzt hier. Gegenüber... Ah, hier ist noch ein Raum, wo wir noch nicht waren. Ums Eck und dann die erste Tür. Und dann kommt gleich noch eine. Okay, es gibt noch viel, was wir hier durchsuchen können. Well, I'm sorry, but he's probably the most powerful biological weapon in the world. Immer noch mein Lieblingsspruch, den wir haben. Alika, ich lass dich einfach stehen. Nee, warte mal, du bringst nur Joko um. Ah. No. Wow,
Warum hat sie gerade No gesagt? Warte mal, hat Joko zufällig das Inventar komplett vollgestopft mit allem? Goldrelief. Aber keine Waffe? Ich habe leider auch keine Waffe, die ich ihr geben könnte. Silent Bob, vielen, vielen, vielen Dank für die Bits. Hurra! Hey, wir brauchen einen Feuerlöscher. Na gut, dann gehe ich mal in den... Oh! Guck, die sehen in dem Teil schon sehr froschartig aus, ne? Auch die langen Klauen sind durch relativ kleine Fingernägel schon fast an den Händen ersetzt worden. Sehr viel weniger gruselig, würde ich sagen. Hat sie den Licker gerade in Sicherheit geschoben? Okay, hier ist ein silbernes Relief drauf. Da benutzen wir jetzt den silbernen Schlüssel. Wie Gollum, ja, das stimmt. Die sehen ein bisschen wie Gollum aus, ja. Okay, da können wir auch nicht lang, oder? Können wir da lang? Das sieht gar nicht so schlimm aus hier. Ach, guckt, hey, da muss ich aber vielleicht auch mal andere Feuerstellen mir anschauen. Könnte sein, dass wir in ein paar vielleicht doch hätten durchlaufen können, ne? Aber jetzt gucken wir mal, wir haben hier jetzt viele Räume, die wir uns anschauen können. Das sind auch Babys. Ist eine Theorie, dass die noch nicht so weit entwickelt sind. Wir treffen ja hier auch noch eine einzigartige, lickerartige Mutation, wo man halt auch nicht sicher sagen kann, ist das jetzt ein Übergangsstadium und sind das hier wirklich noch recht junge Licker? Oder... Oh, eine Schrotflinte. Ja, ich habe Pistolenmunition weggeworfen, ne? Ah, aber gar keine Munition ist halt schon schlecht. Oder ist das eine andere, eine zufällige... Ah! Eine zufällige andere Licker Mutation? Man weiß es nicht. Ach, come on. Jetzt bräuchten wir dann mal Heilung. Oh, hier geht eine Treppe nach oben, ne? Oh, das Hotel ist ganz schön groß. Hier ist viel einfach auch. Viel zu erkunden. Einfach töten, bevor es Eier legt. Ich glaube... Licker sind unfruchtbar. Zum Glück. Wenigstens das. Chi-Mutanten dagegen. Chi-Mutanten, die sind wirklich gefährlich, weil da wird ganz schnell eine Riesenplage draus. Es gab zum Glück nur einen dokumentierten, unkontrollierten Ausbruch und der war in Raccoon City. Aber ja. Die haben Potenzial, sehr gefährlich zu werden. Nummer 4 Spanien. Schalter nach oben. Ja. Ich lasse den Schalter mal oben. Ich habe keine Ahnung. Ist wahrscheinlich irgendein Rätsel, zu dem ich die Notiz noch nicht gefunden habe. Einfaches Schloss. Die Tür ist sehr robust. Stimmt eigentlich. Ich habe noch nie versucht, ob man Türen auch aufbrechen kann. Die reagiert sogar. Meint ihr, man könnte Türen mit schwachem Schloss einrennen? Einhauen? Bei den komischen Kästen? Nee, was ist denn los? Im Nest hat es auch funktioniert. Jetzt will ich nicht mehr zuhauen. Habe ich meine Zuhaustamina verbraucht? Gibt es sowas wie eine Zuhaustamina? Komisch. Aber wartet mal, jetzt haben wir hier kurz unsere Ruhe. Jetzt könntest du mir mal ganz kurz irgendwie... Nimm mal die Batterie, ich weiß eh nicht, für was wir die brauchen. Und gib mir bitte mal ein Heilspray. I'll take it.
This is it. Heilspray ist fast ein bisschen übertrieben, ne? Ja, man weiß es nicht. Rein damit. Ich habe Schraubenschlüssel geworfen. Das war meine Attacke. Nein, du hast absolut recht. Ist das lustig und bescheuert. Und ich kann Schrottteile kombinieren, aber mit was? Naja, wer weiß. Okay, gehen wir raus. Dann habe ich wohl meine 12 Schraubenschlüssel jetzt leider auf die Tür geworfen. Und man kann die leider nicht mehr aufheben. So ist das eben. General Dominik Justrisabt vor 3 Monaten. Guten Abend. Guten Abend. Heute ein heißer Abend im Apple Inn. Genau. Dankeschön. Ah, Dankeschön, General Dominik. Für 3 Monate. Oh ja, wartet mal. Stimmt, weil ich gerade das Geräusch höre. Ich habe ja immerhin mein kleines Taschenmesser, ne? Besser als nix. Damit kann ich mich zumindest ein bisschen wehren. Hey, wollen wir nicht im Innenhof warten, bis einfach all das Gebäude entkernt ist, komplett ausgebrannt, alle Monster Asche? Wäre das nicht eine gute Idee? Und dann geben wir raus. Ich weiß nicht, wie gut so ein Innenhof ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es in so einem Innenhof auch sehr unangenehm wird, wenn rundherum ein Gebäude brennt, ne? Aber das Risiko könnte man eingehen. Ich würde es eingehen. Ich glaube, ich würde lieber hoffen, dass ich im Innenhof vor dem Feuer sicher bin und nicht an Rauchvergiftung sterbe, als dass ich mit meinem Taschenmesser mich mit Lickern anlege. Ich glaube, wenn das die Optionen sind, dann, ja, bleibe ich lieber im Innenhof. Ein Tipp, kombiniere die Batterie mit einer Eisenstange, dann hast du einen Taser. Ah, das sind lauter so Sachen, da muss man einfach rumprobieren, ne? Interessant. Dech-76 just resubbed vor 6 Monats. Vielen, vielen Dank. Dino Dance, Dino Dance. Vielen, vielen Dank, Dech, für deinen Sub im 6. Monat. Dankeschön. So. Ich glaube aber, wisst ihr, das finde ich halt wirklich cool, muss ich sagen. Das finde ich eigentlich wirklich voll cool, dass es so viel zu entdecken gibt, gefällt mir. Ich glaube, wenn ich das damals privat gespielt hätte, hätte ich da auch viel mehr so Geduld und Bock drauf. Und, ja, jetzt im Stream will ich halt nicht jedes Kapitel irgendwie 5-mal spielen. Ich glaube, das wird vielleicht auch langweilig, aber es gäbe da wahrscheinlich sehr viel zu entdecken in jedem Kapitel. Und das ist schon ziemlich cool. Notiz eines Gastes 3, 23. September. Ja, ich hatte selbst um dieses Zimmer gebeten, in dem meine verstorbene Frau und ich immer gewohnt haben. Es war immer so friedlich hier. Ich konnte schreiben. Und dabei den Erinnerungen an meine liebe Frau nachhängen. Aber der neue Hotelbesitzer hat eine merkwürdige Karte an die Wand gehängt. Das verdammte Ding geht an und aus und... 92.070 just resubbed vor 3 Monaten. Hey Nico, vielen, vielen Dank für 3 Monate. Super nett von dir. Aber der neue Hotelbesitzer hat eine merkwürdige Karte an die Wand gehängt. Das verdammte Ding geht an und aus und stört meine Konzentration. Ich wollte mich nicht beschweren, weil sie mir Rabatt gegeben haben. Aber jetzt geben mir die Geduld aus. Ich gehe und suche mir morgen ein schöneres Hotel. Glück gehabt, Glück gehabt. Wer weiß, ob es in dem anderen Hotel jetzt lickerfreundlicher war, lickerfreier. Aber immerhin ist er nicht mehr hier. Also, weiß ich nicht. Hoffentlich. Hoffentlich ist er noch weg. Alle Lichter sind an. Eine Karte, alle Lichter sind an. Hm. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Ha. Hä? In dem Raum war ich noch nicht, aber ich weiß schon, dass da irgendwas drin ist. Und da drüben waren wir auch in einem Zimmer noch nicht.
Sicherheitsbüro. War ich da wirklich noch nicht drin? Na, weiß ich jetzt nicht. Gehen wir nochmal rein. Ja, so ein Schalter unter einem Bild vorher, ne? Der war auf aus und ich habe ihn jetzt auf eingestellt, aber keine Ahnung. Hi, Fledermaus. Du hast nicht wirklich was verpasst, denke ich. Wir laufen irgendwie wieder mal planlos im Kreis. Und ich denke mir so, hä? Wo müssen wir denn hin? Was ist denn hier los? Oh oh. Das war... Warum? Wo haust du hin? Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Dann gehe ich mal da rein. Sind wir nicht von da gekommen? Wie immer. Genau. Basically wie immer. Ach, guck mal, wer da ist. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Ey, ich glaub's ja nicht. Okay, ich bräuchte bitte die Batterie. Die kann ich jetzt... Ja, genau, nee, schade. Die kann ich jetzt auch nicht aus dem Menü raus kombinieren. Aber das ist alles so ein bisschen umständlich. I'll take it. This is it. Aha, nice. Das ist doch cool. Guck mal, Alissa hat einfach zwei Pistolen. Oh nein, wo, was? Die hat einfach den, die hat den Goldschlüssel. This is it. Stellt euch vor, die wäre irgendwo mit dem Goldschlüssel einfach so gestorben. What the fuck? Die hat einfach voll den wichtigen Questgegenstand. Meine Güte. Okay. I'll take it. This is it. Ja, ich glaube, ich lasse... Na, Joko hätte auch das Messer, ne? Nee, die soll ruhig den Stromschlagstecker kriegen. Ich habe jetzt wieder Munition für die Pistole und zwei Schlüssel. Die hat einfach den Goldschlüssel. Das ist krass, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass die NPCs einfach so krass wichtige Items nehmen dürfen. Da hätte ich jetzt lang suchen können. Richtlinien zur Evakuierung. Umgang mit der Rettungsleiter. Die Leiter, die in der zweiten Etage in der Mitte des Vorraums aufbewahrt wird. Okay. Ist zusammengefaltet, außer in Notfällen. Sie fährt aus, sobald der Rauchmelder aktiv wird. Um Stromausfällen entgegenzuwirken, ist das Gerät an einem Notstromversorgungsdingens angeschlossen. Schalten Sie während des normalen Betriebs auf den Notstromkreis um, damit die Leiter bedient werden kann. Die Notstromversorgung wird über die Schalttafel am Nordende der ersten Etage gesteuert. Oh Gott. Ich bin jetzt schon überfordert. Oh Gott. Wir müssen in der ersten Etage ans Nordende und dann in der zweiten Etage noch irgendwo hin. Ja, den Felsbrocken habe ich gesehen. Ich glaube, der... Ach, den kann man zu einem Hammer kombinieren. Den hatte, glaube ich, Joko irgendwie vorher mal in der Hand. Geht das Inventar verloren, wenn dann... Also, ich glaube, es stand mal irgendwo, dass ich die Toten dann looten kann. Aber ich habe das mal versucht und da hat es nicht funktioniert. Also, das wäre ungünstig, ne? Wenn die mit wichtigen Items sterben. Ja, eine normale Feuerleiter wäre vielleicht die bessere Entscheidung gewesen. Aber wir wissen ja, es wurde ja sogar ein bisschen erklärt, dass der Hotelbesitzer anscheinend super paranoid war und Angst vor Einbrechern hatte. Insofern macht's... Guckt euch mal die Animation an, wenn ich nur... Der macht so... Wenn ich anfange zu laufen. Bobblehead. Oh, ein Safe, aber der ist schon offen. Ein Virusgegenmittel. Ey, das ist cool, das pfeifen wir uns schnell rein. Ich brauche noch ein bisschen hier in dem Kapitel, habe ich das Gefühl. Dann nehmen wir lieber noch ein Virusgegenmittelchen mit.
Jetzt muss ich immer auf den Kopf gucken, wenn ich loslaufe. Das ist schon ein lustiger, weiß ich nicht, Übergang von einem Animationszyklus zum anderen. Okay, egal. Weiter geht's. Wir haben noch was zu tun hier. Bobblehead hin oder her. Er ist eine lebende Wackelkopfpuppe. Plus eins Sprache. Nee, eher plus eins reparieren, ne? Okay, wie sind wir hierher gekommen? Ach ja, genau, durch den Raum da durch. Im dritten Obergeschoss gäbe es noch viel zu erkunden, aber eigentlich müssten wir jetzt, glaube ich, ins erste Obergeschoss. Irgendwo war auch eine Tür, ich glaube, das war die hier. Energieversorgungsraum, da müssen wir wahrscheinlich hin. Ich verstehe. Okay, okay, okay. Da brauchen wir, glaube ich, den goldenen Schlüssel dafür. Oh! Wo kommst du denn her? Wir sind doch hier gerade eben durchgelaufen, da war hier niemand. Ja, ja, aber das hat einmal bei einem toten Charakter definitiv nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob der vielleicht irgendwie keine Items hatte oder so. Aber der, konnte ich nicht interagieren. Keine Ahnung. Kann ich die Treppe nach unten benutzen? Theoretisch sollte das funktionieren. Oh, wir sind schon 40% infiziert, verdammt. Ja, aber alle Spiele wissen das. Alle Spiele wissen genau, wenn ich in den Chat gucke. Und in dem Moment spawnen sie die schlimmsten Gegner direkt vor mir. Aber sowas von. Das ist Outbreak. Robin. Ein Spin-off, den ich damals nicht gespielt hatte, weil ich ehrlich gesagt nur Schlechtes drüber gehört hat. Ich glaube, der hat halt damals sehr viele Leute sehr stark enttäuscht. Weil alle haben sich halt einfach ein richtiges Resident Evil gewünscht und nicht irgendeinen Spin-off. Aber es hat auch seine Fangemeinde gehabt. Oder immer noch jetzt vor allem. Da liegt irgendwas. Ich trau mich mal hin. Ja, genau. Auch wenn ich dann brenne und meine Viruserkrankung steigt. Gehen wir. Nix wie weg hier. Puh. Hey, Dech. Dankeschön fürs Geschenk-Abo. Asubtuvelo. Dankeschön. Don't touch me. Help. Don't touch me. Okay, okay. Hey, ich habe das Gefühl, hier kommen wir leider nicht weiter. Hier brennt schon ein bisschen stark, ne? Ich glaube nicht, dass wir hier durch können. Nee. Müssen wir uns doch wieder einen anderen Weg suchen. Na gut, aber wir können einfach durch die... Ja, passt schon. Wir gehen einfach einmal jetzt nochmal durch den Raum durch und auf der anderen Seite raus und dann außen rum und dann wird schon passen, hoffentlich. Ja, ich glaube, der Multiplayer-Aspekt, wenn der Multiplayer im Westen funktioniert hätte, hätte man dem Spiel vielleicht nochmal wieder ein bisschen positiv entgegengesehen. Wobei ich mir da nicht sicher bin, aber es würde definitiv besser funktionieren ohne die KI, die halt wirklich leider nicht gut genug ist für die Spielidee. Okay, jetzt passt auf. Nee, ich bin falsch. Da lang wenden.
Ah, hey, come on, die Stealth-Zombies, die immer aus der Dunkelheit kommen. Ich finde das gemein. Also aus der Dunkelheit, ihr wisst schon, was ich meine. Aus dem Kamerawinkel, den ich nicht sehe. So, hier. Wenn wir hier durchkommen, dann einfach geradeaus rechts und dann, glaube ich, den Goldschlüssel benutzen und dann können wir zumindest auf Notstrom umschalten. Und wenn auf Notstrom umgeschaltet ist, müssen wir irgendwo im zweiten Stock hin. Aber mich irritiert, dass im dritten Stock noch so viel unerforscht ist. Ist das wirklich alles optional oder? Man weiß es nicht. Ja, also das ist überhaupt keine Frage. Statt Reverse hätten sie definitiv lieber ein Outbreak, Remaster, Remake, was auch immer machen sollen. Also Reverse braucht halt wirklich niemand. Ich glaube, ich habe das ja auch ein Wochenende gespielt und fand es ganz nett. Aber ich glaube sogar Leute, die das eigentlich jetzt nicht super schlecht finden, hätten bestimmt lieber irgendwas anderes gehabt. Was ist denn das? Ich kann damit interagieren, aber da steht überhaupt nicht, was das eigentlich ist. Ich weiß überhaupt nicht, mit was ich da interagiere. Ach so, warte mal, da ist ja einfach Gewehrmunition. Interagiere ich gar nicht mit dem roten Licht oder was? Nee, da liegt einfach nur Gewehrmunition. Oh gut, okay. Bedienen wir die Schalttafel mal. Oh, ich hasse so Rätsel. Das kann jetzt dauern. Dech, dankeschön nochmal. Dankeschön nochmal für das verschenkte Sub. Mega nett von dir. Okay, lass mich mal nachdenken. Nee, es klappt jetzt schon nicht. Was? Ach, und da muss ich nochmal von vorne anfangen. Ich kann nur so und so lange rumprobieren und dann sagt er so, nee, jetzt komm, resetten wir nochmal, du Trottel. Danke. Ich weiß nicht, ob es das unbedingt leichter macht. Okay, ich versuch's jetzt dann mal mit System. Es gibt ein paar so Rätselarten, in denen bin ich sehr schlecht. Schieberätsel. Ich hab's geschafft. Und das da. Schieberätsel und sowas da schaffe ich wirklich nur aus komplett Glück einfach. Da drücke ich immer random so lange rum, bis es passt dann. Schraubenzieher-Sortiment mitnehmen. Ach so, das ist ein Spezialobjekt. Und ich hätte hier noch eine Batterie, aber die brauchen wir nicht. Ich dachte schon, das wäre jetzt irgendwas, mit dem wir was anfangen können, ne? Schraubenzieher-Sortiment klingt nach so einem Special-Item für unseren Hausmeister hier. Unser Mechaniker. Aber nee. Okay, Notstrom ist aktiviert. Das ist gut. Jetzt wieder zurück in den zweiten Stock. Eigentlich ist das voll die Marktlücke. Eigentlich ist Capcom wirklich doof, wenn die nicht irgendwie was Ähnliches wie Outbreak planen. Weil gerade, wenn man sich auf Twitch mal umguckt, ne? Wenn man sich in den Steam-Charts umguckt auf Twitch, das ist jetzt vielleicht fast schon wieder so ein bisschen am Abflachen. Aber wenn da Capcom mit einer fetten Lizenz reinkommt, würden die noch sowas von erfolgreich sein. Mit einfach einem Vier-Spieler- Koop-Horror-Survival-Spiel. Wie heißt das? Phasmophobia hat das ja mehr oder weniger gestartet. Und seitdem gibt es ja super viele von diesen Spielen. Wie hieß es denn wirklich? Phantasmophobia? Nee. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das Geisterjägerspiel. Und da gibt es ja jetzt super viele im Weltall mit irgendwelchen Planeten, die man erkunden muss, mit irgendwelchen Spinnen-Aliens und so weiter und so fort. Gibt es nicht sogar schon ein zweites Geisterspiel, das das gleiche nochmal macht wie das erste Geisterspiel?
und so weiter. Und da jetzt mit der Resident Evil Lizenz rein, das könnte so richtig die Twitch-Charts zumindest dominieren und ganz schön durch die Decke gehen. Phasmophobia. Ja, genau, habe ich ihr gesagt am Anfang. Also da lässt sich Capcom definitiv was durch die Lappen gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das sehr erfolgreich sein könnte. Muss man halt machen wollen. Muss man halt vielleicht auch was investieren. So, jetzt passt auf. Hier sind noch zwei verschlossene Türen. Sicherheitsbüro. Wo war gleich nochmal... Nee, Notiz eines Gastes war es definitiv nicht. Rettungsleiter. Leiter in der zweiten Ebene in der Mitte des Vorraums. Hä? Okay, was ist der Vorraum? Lagerraum, Zimmer des Besitzers. Heizungskeller. Es gibt keinen Vorraum. Salontreppe. Es gibt wirklich keinen Vorraum. Ich weiß nicht, was die meinen mit Vorraum. Es gibt einen Lagerraum. Reden wir vom Lagerraum? Oder vom Heizungskeller? Es gibt irgendwie sowas wie einen Heizungskeller-Vorraum, I guess? Keine Ahnung. Ha. Okay, keine Ahnung. Dann gehen wir auf mein Sicherheitsbüro. Ach so, das ist das. Okay, okay, okay. Ja, aber sowas könnte man ja auch nachträglich super monetarisieren. Oh, Dech! Ey, nochmals danke für dein Subgift. Sehr nett von dir. Also gerade so ein Spiel könnte man ja über Jahre hinweg mit neuen Skins, neuen Figuren, neuen Szenarien und so weiter versorgen und nachträglich monetarisieren. Also da hätten die ja genau das, was so ein Service-Spiel-Modell, ne? Dass die ja anscheinend so ein bisschen wollen, aber halt irgendwie auch nur so ein bisschen. Ein kleines Loch in der Büste. Da muss es einen Trick geben. Ich kann mal in das kleine Loch schießen. Vielleicht einen Schlüssel? Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich die noch brauche oder ob ich die wegmachen könnte. Ich habe ein kleines Messer. Schade. Das funktioniert scheinbar nicht. Animal Crossing als Resident Evil Edition. Man baut sich einen Shelter und stattet ihn mit gammeligen Möbeln aus. Hier ist definitiv eine Geheimtür, aber... Weiß ich jetzt natürlich nicht, was da in den Schlitz gehören könnte, in das Loch gehören könnte, aber gut. Macht ja auch nichts. Ich schätze, das ist Cäsar, ja. Hä? Hat sich gerade der Stein in ein grünes Kraut verwandelt vor meinen Augen? Ich habe schon das Gefühl... Ich habe schon das Gefühl. Ah, ich habe mir schon ein Spiel ausgesucht, das wir im Bonus-Stream spielen. Das ist ein relativ kurzes Spiel, nach dem, was ich gehört habe. Das ist gerade erst erschienen, basically. Das ist sehr neu. Ich glaube, wirklich letztes Wochenende oder sowas erschienen. Wenn mir der Name einfallen würde, könnte ich es euch sagen. Aber das sieht ziemlich cool aus. Das ist ein Indie-Survival-Horror-Spiel. Erinnert stark an Silent Hill, würde ich sagen. Spielt aber in so einer... Cyberpunk-Techno-Welt, aber sehr düstere Cyberpunk-Welt. Und das macht einen ziemlich guten Eindruck, hat super Bewertungen auf Steam. Das werden wir uns morgen mal anschauen.
Und es bezeichnet sich selber als Kurzgeschichte, also gehe ich davon aus, dass wir das vielleicht sogar in einem Stream schaffen könnten. Schauen wir mal. Okay, hier geht's nicht weiter. Wie komme ich auf die andere Seite der Flammen? Ich könnte durch... Ja, das müssen wir wahrscheinlich versuchen. Gehen wir nochmal zurück. Ansonsten muss ich mich im dritten Stock nochmal umschauen, aber ich befürchte fast, dass schön langsam unsere Infektion gefährlich wird. Ich sehe schon, wir schleppen uns wieder irgendwie mit 0,5 fehlender Infektion ins Ziel so. Was? Ich kann den Namen von dem Clip nicht lesen, der da erstellt wurde. Clever Antediluvian Eagle. Hey, guys. Was? Oh, da stand ein Zombie. Ich habe den überhaupt nicht gesehen. Ist wirklich von einem Stein zu einem Kraut geworden, ne? Jetzt muss ich mal schnell gucken. Aha, guck mal, sie hat den Betonstein jetzt im Inventar. Es könnte sein, dass sie das aufgehoben und gegen Kraut getauscht hat. Ich glaube, das Mysterium ist gelöst. Ich glaube, es ist leider ist die Antwort ein bisschen langweiliger, als ich gehofft habe. Ich glaube, sie hat es einfach aufgehoben und ausgetauscht, obwohl sie einen freien Inventarplatz hat. Ich weiß nicht, warum sie dachte, sie müsste es austauschen und das grüne Kraut liegen lassen, aber gut. Hey, come on, diese Camper-Zombies, die direkt an irgendwelchen Türen warten und durch die man quasi durchgeht, wenn man den Raum betritt, die mag ich nicht. Die sind nicht meine Freunde. Genau, da wollte ich jetzt noch reinschauen. Titel ist Transformation. Achso, okay, dann wird mir das komisch angezeigt. Gucken wir mal. Aber wenigstens bleiben die NPCs jetzt mal in meiner Nähe und laufen nicht irgendwo hin, um zu sterben. Das finde ich ja schon mal gut. Ja, hier habe ich die Marke von dem. Ha, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Okay, wartet. Ich versuche mal noch eine Sache. Ich gehe noch mal raus auf die... Ich gehe noch mal raus auf die Veranda. Ihr wisst schon, was ich meine, auf dem Balkon. Weil da würde es doch auch Sinn machen, dass da eine Feuerleiter ist, oder? Da ist eine Leiter. Nehmen wir die. Die kommen mir nicht hoch genug vor. Ha, schade. Vertreter-Zombies, weil die vor der Tür campen, meinst du? Ja, kann schon sein. Ich überlege, ob ich auf die Polaris soll. Da wäre wieder so ein YouTube-Event, wo ich eingeladen wurde. Und das war ja schon cool, diese Schiffsfahrt und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob ich auf die Polaris will. War schon euch jemand davon auf Polaris? Ist halt auch nicht der nächste Weg, ne? Ich fahre da schon ziemlich lange nach Hamburg. In Hamburg ist die, ja. Genau, oder? Ja. Nein. Na gut. Ich auch nicht. Vom Polaris habe ich noch nie gehört. Ah, das ist glaube ich schon auch so nach der Gamescom eine der nächstgrößeren Nerd-Conventions, aber nicht exklusiv jetzt Videospiele oder so. Also ich würde sagen, hier ist auch keine Feuerleiter. Wo gehst du hin? Wo geht ihr hin? Gut, aber ich wollte jetzt... Ach so, die Tür... Ah, da kommen wir nicht durch.
ob sie wieder zurückkommt, wer weiß. Okay, dann bin ich jetzt überfragt. Dann habe ich jetzt wirklich keine Ahnung, wo wir hin müssen. Es gäbe noch zwei Badezimmer, die noch verschlossen sind. Da waren wir noch nicht. Aber ich schätze mal, dass die Feuerleiter nicht in einem Badezimmer von irgendeinem Hotelzimmer aufgehoben wurde. Wer weiß, ne? Aber davon gehe ich jetzt mal aus. Ich könnte noch mal den... Ja, ins Zimmer des Besitzers könnte man noch mal rein, aber ich weiß auch nicht recht. Machen wir mal. Hey Puzzles, hallo. Ja, eben genau, gehen wir mal im dritten Stock. Da steht zwar auf der zweiten Ebene, soll die Feuerleiter sein, aber im dritten Stock ist noch viel zu erkunden tatsächlich. Genau, das wäre jetzt auch mein nächster Plan gewesen. Ich meine, in der Nachricht steht irgendein Raum, der nicht existiert. Vielleicht meinen die mit der zweiten Ebene aus irgendeinem Grund auch den dritten Stock. Wer weiß, gucken wir mal. Wir schaffen das. Ich glaube an uns. Ah, das war der Raum. Also hier ist keine Feuerleiter. Aha, hier unten gibt es aber auch noch. Aber das sind normale Hotelzimmer. Da wird nicht großartig was Interessantes sein. Was haben wir im dritten Stock? Das Wäschezimmer. Das Zimmer 30 irgendwas. Das Zimmer 306. Und Apple Inn Square. Heizungskeller. Sind auch nur normale Hotelzimmer, ne? Hm. Ja, aber trotzdem. Schauen wir jetzt mal. Ich schau mal noch mal, wie wir in den dritten Stock kommen. Weiß ich jetzt auch nicht. Mehr. In einem Raum, wo man den Goldschlüssel braucht, kann man eine Kiste verschieben und durch den Boden weiterkommen. Ja, ja, das haben wir schon gemacht. Da waren wir schon. Das hat uns aber auch nicht weitergeholfen erstmal. Barry, where's Barry? Where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably the most powerful biological weapon in the world. Das ist er wirklich. Wenn Barry jetzt hier wäre, der würde uns einfach mit seinen Waffen, die gut gegen lebende Dinge sind, ein Loch ins Hotel ätzen und uns auf die Schulter nehmen und rausspringen. Und dann in einen Hubschrauber rein. In die Rotorblätter und dann werden wir in lauter kleine Stückchen zersägt. Und unser Blut legt sich wie ein dünner Nebel über Raccoon City. Das würde Barry machen. Ja, bitte? Was ist denn Hey Hey? Warum schreit sie denn so? Ich will aus diesem Hotel raus. Hilfe! Ja, wenn ich mal cosplay, dann würde ich Barry cosplayen. Aber wahrscheinlich werde ich es nie machen. Aber ich würde, wenn ich würde. Hey, Heatwave. Hallo, Camper-Zombie, das mich wieder mal von der Seite überrascht. Okay. Ja, synchron-doppelt-cooler Schuss. Das war jetzt schon sehr cool. Wir waren jetzt schon sehr cool. Was ist denn? Was will die denn von mir? Die schreibt mich immer an. Eine Notiz, jetzt kommt die Notiz, die uns gefehlt hat. Jetzt wird alles gut. Routinepatrouille auf dem Dach ab diesem Samstag. Schalttafel reparieren lassen, Keil. Passcode zum Sicherheitsraum. Aha. 5, 1, 2, 8. Sandras Einschulungscheck morgen. Kaputt funktioniert nicht. Na gut.
blaues Kraut, aber da blinkt noch was anderes. Eine Notiz. Hausmeister, Reparaturnotiz, einfallende Reparaturen. Der Hausmeister hat seine Notizen echt auch im kompletten Hotel verteilt, oder? Defekte Schalttafelanschlüsse, allgemein Rohre im Heizungskeller, Wandrisse in Zimmer 304 und 305, Ventilator in der Eingangshalle, irgendein komisches Symbol, das so ein bisschen aussieht wie ein Totenkopf mit zwei so Hörnern oder sowas, keine Ahnung. Gastzimmer haben Vorrang. Okay. Muss man beide NPCs, also die können sterben. Die kriegt man standardmäßig zugeteilt. Die sind in jeder Mission dabei. Aber wenn die sterben, sterben die. Das ist auch nicht schlimm. Man muss nur selber rauskommen. Barry in einer X01. Barry in einer Powerrüstung. Oh, das wäre geil. Ich glaube, wenn ich wirklich so Cosplays machen würde, oh, das wäre so gut, dann würde ich eine Raccoon City Police Department Powerrüstung machen. Das wäre ziemlich witzig, oder? Ah, come on, Stealth Zombie. Was ist mit dir los? Ich nehme mal schnell das grüne Kraut. Weniger, weil ich verletzt bin, aber ein bisschen verletzt sind wir. Aber vor allem, damit der Virus vielleicht wieder kurz angehalten wird. Wenn auch nur ein paar Minuten, Sekunden. Genug Zeit, um mal schnell nachzuladen. Die NPCs sind wirklich so weird, ne? Die kriechen hin und her und liegt da ein Granatenwerfer? Ein Loch in der Brust. Und etwas in der Tasche hat sie auch noch. Ach, guck mal, ein Virusgegenmittel. Rein damit. Aha, köstlich. Säuregeschosse? Gerade rede ich noch über Barrys Waffe gegen lebende Dinge. Und dann finden wir einen Granatenwerfer mit Säuregeschosse. Wie konnte die sich von einem Licker töten lassen, wenn die einen Granatwerfer mit Säuregeschosse hat? Weiß die denn nicht, dass das sehr effektiv ist gegen lebende Dinge? Nee, warte, ich rüste jetzt mal die Pistole aus, weil ich will nicht Zombies mit dem Säuregranatenwerfer erschießen. Das fühlt sich nach Verschwendung an. Ja gut, dann gehen wir da mal raus. Ein Mod für Fallout, damit wir die Powerrüstung in einer APD-Lackierung bekommen. Ja, das wäre cool. Die war kein Main-Charakter, das stimmt. Die hatte kein Plot-Armor. Aha, ich wollte schon sagen, na, die Schlüssel werden wir vielleicht eh nicht mehr brauchen. Lass ich mal liegen. Naja, so ist das. Oh, guck mal. Ah, und das können wir jetzt auf jeden Fall in die Cäsar-Statue einbauen. Ich verstehe. Da müssten wir jetzt nochmal runter in die Cäsar, in den Cäsar-Speicherraum. Ich weiß halt nicht mehr genau, welcher das war. Gewehrmunition. Hat irgendjemand ein Gewehr eigentlich? Nee. Können wir vielleicht einfach irgendwie wo anrufen? Nee. Na, gehen wir mal noch ins Bad. Was hast du jetzt gerade aufgehoben? Oh, Säuregranaten. Hey, gib mal bitte her. Kriegst dafür den Silberschlüssel. Sie hat dafür ein Messer abgelegt. Das ist in Ordnung. Die Badewanne wirkt harmlos. Na dann. Die ist nicht infiziert. Gut. Oh, das ist, okay, Plot-Voraussage für Resident Evil 9. Es wurde ein neuer Virus entwickelt, der unbelebte Dinge befällt und lebendig macht. Der Ultra-Chi-Virus, der tote Materie belebt. Und dann werden Bademannen zu Monster. Die sind dann wie in Ghostbusters 2, die Schleimbadewanne. Oder so Sachen passieren dann. Couchen
super gemütliche Sessel und wenn man sich reinsetzt, wird man verschlungen. Das ist meine Prognose für Resident Evil 9. Vielleicht ist die Badewanne eine Anspielung an Eternal Darkness. Ja, Eternal Darkness würde gut passen, aber ich glaube eher, Eternal Darkness ist auch später erschienen. Ich glaube eher, wenn dann an, ja gut, ne, Resident Evil 1 Remake, ist das, ich glaube, das könnte, nee, das ist auch danach erschienen, glaube ich. Nee, warte mal, das haben wir schon gespielt. Das Remake ist vorher erschienen, natürlich. Das Remake sieht so unfassbar gut aus im Vergleich zu dem Spiel hier, oder? Hammer! Hätte ich fast gerade überhaupt nicht irgendwie geglaubt. Aber natürlich ist das vorher erschienen. Dann könnte es nämlich eine Anspielung daran sein, dass da ja die Badewanne alles andere als harmlos ist. War das der Speicherraum mit der Büste? Ich weiß es nicht mehr. Hört sich eher nach neuem Pokémon an, das stimmt. Nee, das ist der falsche leider. Dammit. Ach, jetzt weiß ich nicht mehr, welcher Speicherraum mit der... Nee, das war der Raum mit der Kiste. War der überhaupt auch im zweiten Stock, der Cäsar-Raum? Könnte auch das Wäschezimmer... Nee. Ja, shit, ich weiß leider nicht mehr, welcher Raum das war. Muss ich jetzt ein bisschen blind suchen. Stimmt es, dass Resident Evil 5 Remake 2026 kommen soll? Also ich glaube, offiziell weiß man da natürlich absolut gar nichts. Und ich kenne jetzt auch keine Gerüchte, die das jetzt irgendwie großartig bestätigen würden. Also ich, selbst wenn es auf irgendwelchen Gerüchten basiert, dann würde ich so Informationen mit äußerster Vorsicht genießen, mit einer riesen Portion Salz. So wirklich, so diese Informationen in eine riesen Schüssel legen, in einen großen Suppenteller und komplett mit Salz auffüllen. So vorsichtig wäre ich damit. Ich glaube, aktuell ist das alles eher raten. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hurra. War nicht auch irgendwas mit Dino Crisis Remake? Keine Ahnung, davon habe ich schon lange nicht mehr gehört. Er stottert, er weiß was. Also, wenn ich was wüsste, dann dürfte es natürlich nichts sagen. Aber ich kann euch wirklich sagen, dass ich nichts weiß. Ich hatte vor einiger Zeit mal tatsächlich Insider-Informationen erhalten, aber die können auch schon wieder super veraltet sein, erstens. Und zweitens, und wirklich ganz ehrlich, kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern, was die eigentlich gleich nochmal waren. Und ich bin gerade ganz froh drüber, weil wenn dann so Fragen kommen, dann will ich nicht lügen. Aber ich kann natürlich auch nicht sagen, was ich weiß, und dann ist immer blöd. Deswegen ist schon gut so, dass ich gar nichts weiß. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir nichts wissen. Weil Google nichts ausgespuckt hat, ja. Ja, nee, nee. Solange von nicht ein offizieller Capcom-Ankündigungstrailer irgendwo droppt oder sowas, immer nur Gerüchte und meistens haltlos. Dino Crisis 2 hätte ich Bock drauf, ja tatsächlich. Aber es gibt so viele Spiele, auf die ich Bock habe. Aber hey, mein Gott, wir haben Zeit, ne? Und wenn es irgendwie erst in 2 Jahren ist, aber irgendwann spiele ich Dino Crisis 2 auch noch. Ich muss jetzt mal schön langsam hier mir ein System überlegen, in welcher Reihenfolge ich wo reingehe. Weil sonst wird das nichts. Sonst finde ich nie den Raum, in dem ich eigentlich will.
Ich meine, zum Thema Dino Crisis mal irgendwo Gerüchte gehört zu haben. Aber wer weiß, ne, das ist auch relativ naheliegend so, dass dieses Dinosaurier-Spiel da, ihr wisst schon, was ich meine. Kater randaliert im Hintergrund. Dass das tatsächlich mal ganz, ganz früh irgendwann mal was mit Dino Crisis hätte werden sollen. Was man ja sogar noch am Figurendesign auch erkennt. Also die Info ist zumindest nicht sehr weit hergeholt, finde ich. Du brauchst mindestens noch 2 Jahre, bis du alle Resident Evil-Teile durch hast. Mit dem Tempo, mit dem wir uns aktuell vorarbeiten, zumindest definitiv 1. Ja, das glaube ich auch. Ich speichere jetzt hier nochmal, aber eigentlich muss ich jetzt, glaube ich, mal woanders gucken. Ich glaube, fast auf dem Stockwerk sind wir falsch. Wir müssen vielleicht doch nochmal im ersten Stockwerk gucken. War die Büste im ersten Stockwerk vielleicht? Vielleicht. Schauen wir mal. Ja, ne, der Kater war gerade so, shit. Operation abbrechen! Operation abbrechen! Nein, du gehst jetzt weg. Ich habe nicht mehr die Zeit und die Lust, mich mit dir zu beschäftigen. Wie lange alle Fallout-Teile brauchen? Ich meine, die Reise durch die Fallout-Reihe haben wir schon mal gemacht. Die hat uns schon auch ein paar Jahre begleitet, glaube ich, ne? Ach so, Gerüchte zu Jubiläen würde ich immer gar nicht so viel Beachtung schenken. Zu jedem Jubiläum ever gibt's Gerüchte von wegen, da kommt dies, da wird das angekündigt, da kommt das. Also sowohl bei Resident Evil als auch bei anderen Marken. Und da kommt nie was. Niemand interessiert sich für Jubiläen in Wirklichkeit. Ich glaube, das liegt auch daran, dass Spiele oft einfach nicht so gut planbar sind. Man kann halt wahrscheinlich nicht so weit in die Zukunft planen, dass man sagt, jetzt zum 20. Jubiläum bringen wir den 5. Teil einer Reihe raus. Da braucht man, also da sind wahrscheinlich andere Faktoren viel wichtiger und werden da viel mehr berücksichtigt. War kein Gerücht. Capcom hat da selber einen Tweet verfasst. Ach so, okay, alles klar. Aber auch dann muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil, wie war das gleich nochmal, dass die haben doch irgendwie mal angekündigt, dass zum Thema Resident Evil irgendwo was Cooles Neues verkündet wird und dann war es irgendwie auf deren Homepage so ein Eintrag, wo man irgendwie sich irgendwas durchlesen konnte oder so. Wisst ihr noch, was ich meine? Ich habe das nur noch so ganz... grau in Erinnerung, aber wer weiß, vielleicht kommt ja wenigstens Dino Crisis mal auf Good Old Games oder sowas. Nein, aufhören! Ich hab was. Nein, der kann schneller hauen, als ich schießen kann. Blöder Froschflicker. Na, ich hasse das Spiel. Aber die Soundeffekte haben sie direkt aus 2 übernommen, ne? Ich finde den Raum nicht mehr mit der blöden Bürste. Ich finde diesen Raum nicht mehr. Ich werde komplett wahnsinnig. Wir waren doch vorher noch drin. Exoprimal hieß das Dino-Spiel. Genau, dankeschön. Das war das. Also ich glaube, hier sind wir falsch. Aber es war doch auch nicht im 3. Stock, oder? Capcom hat getwittert, dass sie die Franchise nicht vergessen haben und haben zu dem Jubiläum ein Bild der Raptor-Kralle gepostet. Bei Nachfrage haben sie gesagt, dass kein Nachfolger kommt, aber es wird was kommen. Okay, ja, dann würde ich wirklich jetzt nicht zu viel erwarten. Am Ende kommt irgendwie
ein Plüschtier, das man im Capcom-Fanshop bestellen kann. Von der Raptor-Kralle. Nicht mal ein Plüsch-Raptor, sondern nur so ein weißes Dreieck. Sowas in der Art würde ich eher erwarten. Dann wird man wenigstens nicht enttäuscht. Okay, ja, keine Ahnung. Also wenn die schon sagen, dass kein Nachfolger kommt, würde ich auch nicht mit einem Reboot oder einem Remake oder irgendwie sowas rechnen, weil die mit der Aussage, denke ich, schon ganz bewusst die Erwartungen klein halten wollen. Auf mich wirkt das von der Kommunikation her so, zumindest als wollte man keine großen Erwartungen irgendwie aufkommen lassen, weil man will dann nicht den Shitstorm erleben. So kommt mir das vor, wenn die das so formulieren, also wenn die das so klar gesagt haben. Ich finde nie wieder den Raum mit der Statue. Nie wieder. Wir sind jetzt für immer in diesem Hotel. Zum Glück brennt das auch sehr langsam. Das ist anscheinend aus sehr feuerfestem Material gebaut. Das ist gut. Herr Zombie hat mir höflicherweise die Tür aufgemacht. Ein Dino Crisis Bildschirmschoner und Desktop-Hintergrund. Das waren noch wilde Zeiten, ne? Als das wirklich noch so gab, als Bonus, als digitaler Bonus, ein Bildschirmhintergrund zum Runterladen. Ich meine, Nintendo hat das erstaunlich lange durchgezogen. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber da konnte man ja noch ewig lange für diese Platin-Bonuspunkte, die man da kriegt, in deren Shop irgendwie... Ach, warte mal, das ist, in dem Raum waren wir ja schon öfter. Ich bin nur irgendwie total blöd. Und jetzt kann ich den hier nicht benutzen. Wollt ihr mich verarschen? Ob ihr mich verarschen wollt, habe ich gefragt. Nein. Was wollt ihr denn von mir? Was wollt ihr denn noch von mir? Steck ihn jetzt einfach rein. Komm. Okay. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Dann bin ich jetzt doch verwirrt. I'll take it. This is it. Ja, ne? Und die Handy-Klingeltöne. Die Werbungen für Handy-Klingeltöne, wo man irgendwo anruft oder eine SMS schickt und dann kriegt man für 5 Euro einen Klingelton fürs Handy oder so. Oh mein Gott, das waren auch wilde Zeiten. Jetzt habe ich hier einen roten Rubin. Und kann den nicht in diesen Cäsar einsetzen. Ich war mir so sicher. Okay, wartet mal ganz kurz. Ich habe jetzt keinen Bock mehr gerade. Lass mich noch mal kurz Evakuierung. Rettungsleiter. So, ich schaue jetzt nach, wo diese verdammte Rettungsleiter ist. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir 18 Mal dran vorbeigelaufen sind und ich habe nur nicht gesehen, dass da eine Rettungsleiter ist. Wetten? Outbreak. Rettungsleiter. Jetzt bin ich gespannt. Okay, wenn ich das eingebe, dann kommen ganz viele Suchergebnisse für Rettungsleitern auf Amazon. Dann schreibe ich mal noch Resident Evil dazu. Vielleicht hilft das. Was heißt ein Rettungsleiter auf Englisch? Weil ich finde im Deutschen nichts. Okay, warte, ich mache es anders. Ich mache Resident Evil Outbreak Apple in... Escape Ladder? Ladder? Keine Ahnung. Ah, okay. IGN Walkthrough. Gucke ich mir den mal schnell an. Hellfire. Apple Inn. Bla bla bla. Bla bla bla. Korridor. Ha ha ha.
Okay, der Goldschlüssel, den wir einfach so von dem NPC bekommen haben, der hätte was mit einem Rätsel zu tun gehabt, tatsächlich, mit diesem leuchtenden Bild. Die hat anscheinend alleine ein Rätsel gelöst. Was? Naja, okay. Jetzt schaue ich mal weiter. Security Office. Das haben wir alles schon gemacht. A plus shaped will light up, hä? Ach so, ja. Wo ist die? Ich will nur wissen, wo die scheiß Leiter ist. Der Text ist ewig lange. Warte mal. Da steht im Security Office, platziert den Juwel in der Statue. Und da ist auch ein Bild von genau der Statue. Hä? Get the red, den roten Juwel. Nachdem du ihn hast, kannst du das Szenario beenden. Hä? Parasite Eve kenne ich, ja, das finde ich auch, also das habe ich ewig nicht mehr gespielt. Damals, als es aktuell war, habe ich das gespielt. Die Leiter ist in der Eingangshalle, da waren wir aber noch nicht. Normal muss man den da in die Büste reintun. Habe ich irgendwas bei dem Stromgenerator falsch gemacht? Das muss ich mir noch mal kurz anschauen. Man muss die ganze... Okay. Nee. Ich verstehe nicht, warum ich den da nicht einsetzen kann, wirklich. Auch die Komplettlösung sagt mir, dass das funktionieren sollte. Ein kleines Loch, es muss einen Trick geben. Es muss einen Trick geben. Ich frage mich wirklich, was man mit dem Klebeband machen könnte. Aber gut. Das ist jetzt wirklich mysteriös. Ja, ein bisschen anders hinstellen habe ich versucht. Das Komische ist halt, ich kann die Büste anklicken. Wisst ihr deswegen? Wenn ich einfach nur drauf drücke, dann erscheint der Text für die Büste. Ich hätte mein Klebeband gern benutzt, aber das kann ich leider aus irgendeinem Grund nicht benutzen. Da bin ich jetzt wirklich verwirrt. Ja, genau. Und dann, wenn wir an dem Cäsar vorbei sind, dann kommen wir in die Eingangshalle mit der Feuerleiter, der Boss kommt und ich glaube, dann haben wir es geschafft. Ja, genau. Ja, was soll denn das? Ich kann das jetzt nicht beenden. Was ist denn los? Was ist denn kaputt? Muss ich denn den mit irgendwas kombinieren oder sowas? Säuregranate drauf ist auch eine Idee. Der ist ein Zombie. Ich muss mir noch mal schnell einen anderen Guide suchen. Der ist zu viel Text. Ich will Hellfire. Walkthrough. Das gefällt mir schon besser.
Hä? Ich verstehe überhaupt nichts. Entweder, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Bug ist oder ob ich irgendwas Wichtiges übersehen habe. Ich finde jetzt auch gerade keine Information, die mir da wirklich weiterhelfen kann. Apple Inn, Red. Cut Content, Red, der rote Juwel. Jetzt gucken wir mal, warte mal. Der rote Juwel ist ein Schlüssel-Item im Hellfire in Outbreak in die Büste. Hinten im Security Office. Ja. Also irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Ein kleines Loch. Wie war denn das gleich nochmal? Hat man nicht auch standardmäßig einen Nahkampfangriff? Muss ich die Büste erst irgendwie hauen? Nee. Schießen hat auch nicht funktioniert. Oder mit dem Messer habe ich zumindest schon mal drauf gehalten. Das hat auch nicht geklappt. Kleines Loch. Brauche ich irgendwas anderes erst? Wenn mir nicht mal Guides weiterhelfen können, dann wird's schwierig. Ah, warte mal. Okay, wartet mal. Irgendwas ist da noch. Da stand nämlich gerade... Oh mein Gott, muss ich etwa bitte... Nein, hau ab. Hau ab. Die Büste... Es ist so dumm. Oh mein Gott. Ich bin halt fest davon ausgegangen, dass die Büste das Regal verschiebt. Aber ich muss das Regal verschieben und jetzt steht die Büste aus irgendeinem Grund frei. Was? Inwiefern steht die Büste jetzt freier als vorher? Die steht genauso wie vorher. Oh Gott. Warum? Was ist das? Also, come on, Leute. Das ist ein seltsames Rätsel gewesen. Ah, ich hätte drauf kommen können, dass ich es einfach mal versucht, das Regal zu verschieben. Weil es offensichtlich war, dass man es verschieben kann. Aber ich dachte halt wirklich, das Regal wird durch das Einsetzen des Juwels verschoben. Oh mein Gott. Unfassbar. Naja, okay. Dann gehen wir jetzt mal den Boss bekämpfen. Ich hätte vorher speichern sollen. Kann ich nochmal hochklettern? Kann ich bitte nochmal speichern gehen? Ich kann tatsächlich nochmal hochklettern. Aber ich glaube, ich habe eh... Wisst ihr was? Ich gehe nochmal kurz speichern. Die anderen beiden... Ihr könnt ja schon mal anfangen mit dem Bosskampf. Ich save noch kurz. Oh Gott. Weil ich den Schrank auf einen Schalter schiebe. Na, ja, es ist... Also, weiß ich jetzt wirklich so vom Rätseldesign her nicht so ganz. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Ob das notwendig ist. Gut. Grünes Kraut, gespeichert haben wir auch. Alle sind bewaffnet und fit. Let's go. Nee, wir sind gut bewaffnet. Ich hab Säuregranaten, sie hat eine Schrotflinte, eine Pistole, wir haben alles am Start. Der Boss wird jetzt, glaube ich, einfach aufgelöst und zerfetzt. Und ich drücke einen... Ah! Ich drücke den Feueralarm. Sehr gut.
Irgendwer sagt immer can't be oder help me oder so. Ich weiß es nicht genau. Can't be. Oh nein, so kurz vom Ziel. Ja, das stimmt. Die Fluchtwege in dem Hotel sind nicht sehr, sehr gut gekennzeichnet. Ah, ich werde hier ausgezuzelt. Okay, das war leicht. Aber irgendwer hat da um Hilfe geschrien. Ich befürchte, die retten wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber es kommt ja schon die Feuerwehr, die kümmert sich drum. Das ist ja nicht unser Job. Ich bin nur Hausmeister. You made it. Get out. Hurry. Das Scheißregal verschieben. Um Gottes Willen. Jetzt könnte ich noch schnell gucken, ob ich noch irgendwo jemanden... Oh Gott! Hey, wer denn? Wo denn? Ich würde gerne noch die Person retten, aber ich weiß wirklich nicht, wer und wo und wie. Wir gehen einfach. Entschuldigung, ich komme schon raus. You helped. We've been patrolling the city, trying to help those in need, but it's worse than a war zone. The army's been called in. Better get out of the city while you can. I have a very bad feeling. Zu Recht. Ich glaube, das war Alyssa, die da geschrien hat, aber warum? Naja. Change anything. I'm still in the city of wriggling dead bodies, forced to listen to their moans. When is this stupid game gonna end? Die NPCs schreien ab und zu einfach ohne Grund. Na gut, okay, das kann schon sein. Fortsetzung folgt. Ich denke, wir haben wieder Rang fabulös. Oh nein, wir haben nur Rang D diesmal. Wir haben nicht fantastisch und auch nicht einzigartig. Wir haben D für Dolle. Aber wir haben wieder die Spitzi extra Auszeichnung bekommen. Sehr gut. D wie Dolle. Ende. Bitte verrat uns, was es mit dem Tentakel der Tiefen auf sich hat. Bin verstört. Die Tentakel der Tiefe sind eine spirituelle Versicherung, die man bei mir abschließen kann. Wenn man den Kanal Landquid Birdrider auf irgendeine Art und Weise unterstützt, ob jetzt hier mit einem Sub oder auf YouTube oder so weiter, dann ganz egal, an welche Religion du glaubst, ganz egal, ob du recht hast oder nicht, und die Wahrscheinlichkeit, dass man zufällig die richtige Religion gewählt hat, ist ziemlich klein. Und wahrscheinlich landest du in der Hölle, aber nicht, wenn du ein Birdrider bist, weil dann holen dich die Tentakel aus der Tiefe nach dem Tod zu sich und du bist da auf einer LAN-Party mit allen Spielen, die jemals erscheinen werden, und 24/7 Pizza-Service. Und kannst dann auf dieser LAN-Party quasi Credits sammeln und dann zum Beispiel für ein Extra-Leben oder sowas ausgeben, was du willst. Da gibt es einen super coolen Bonuskatalog nach dem Ableben. Dann kann man es nochmal versuchen quasi. New Game Plus. Das ist der Deal. Sind die Tentakel der Tiefe verwandt mit Cthulhu? Ich bin mir nicht sicher, ob es da eine Verwandtschaft gibt. Könnte schon sein. Entscheidungsfragen heißt das nächste Kapitel. Zerstörung, Verzweiflung, wir rannten weiter, wohlwissend, dass unsere Entscheidungen neue Hoffnung oder Verderben bedeuten. Okay, ist das die Universität von Raccoon City, wo wir gegen den Tyrant kämpfen? Weiß ich jetzt nicht genau. Aber
Ich würde sagen, das machen wir dann tatsächlich nächste Woche. Weil es von der Uhrzeit her sehr gut passt. Haben wir jetzt fast 2 Stunden gebraucht für das Kapitel. Krass. Und wahrscheinlich kann man es in 10 Minuten durchspielen, wenn man es weiß, wie es geht. Und dann geht es gleich weiter mit Fallout 2. Kurze Pause und dann bin ich gleich wieder da. Kurze Toilettenpause, 5 Minuten. Bis gleich.